detailliert beobachtet, nicht wahr? Andere Menschen zu Schauspielen zu sehen, ist eine gute Art und Weise, selbst mehr Technik zu lernen. Oh, warte mal. Ich muss meine Nachrichten überprüfen. Itsuki! Hilfe! Es gibt einen Notfall in Daiba Studio! Verstanden. Ellie und ich sind auf dem Weg. Warte, was? Ellie? Du bist mit ihr gerade unterwegs, oder? Ja, ich habe mit ihr die Schauspielkünste geübt. Oh, okay. Da ist bin ich nicht in Ordnung. Ich sehe schon, Nein. Was passiert ist. Oh, es ist nix. Übrigens, Küsse aus Isabel, stell ich rüberkomme. Ich warte auf euch, Leute. Daiba Studio wurde bei Mirage angegriffen. Woher weißt du das? Das hat sie gar nicht erwähnt. Aber es ist... Ja, gut. Sie hat nur gesagt, es gibt einen Notfall. Ärger, ja. Also... haben sich versteckt... haben sich aus unserer Sicht versteckt, als wir dort waren. Alter, die haben echt Guts. Beeilen wir uns und gehen rüber. Woher wisst ihr das? Es wurde mit keinem Wort von Tsubasa erwähnt. Oh. Und sie hat das Kostüm-Less-Mode bekommen. Ich weiß nicht, ob es in der japanischen Version direkt da gesagt wurde, ob es ein Mirage-Angriff direkt ist. Ich weiß es nicht genau. Oh, die ist nicht neidisch. Sie wollte einfach... Hallo, Emmy! Hallo, Emmy! Telepathy. Ich hab neidisch nicht direkt, also ich dachte, oh, ich bin nicht dabei. Aber ja, man sieht hier dran, dass es eindeutig ein Mirage-Angriff ist. Und kannst raten, wer der Boss diesmal ist? Ich habe gar gesagt, eigentlich bisher gab es keine. Ich habe eigentlich gesagt, bisher gab es keine Drachen, aber ich glaube tatsächlich, der Drache auf seinem Rücken wäre schon ein gutes Zeichen. Mhm. Es ist obvious, dass es Tarantino ist, weil er ist schon auffällig gewesen. Cut, das ist alles falsch. Wie schon gesagt, der Drache auf... Wo kommt eigentlich auf einmal Thoma und Dingens? Vielleicht und wo hat... Naja, sie hat es in Gruppenchat geschrieben, denke ich mal. Das ist wahr. Director Tarantino? Also er hat einen Drache auf dem Rücken gehabt. Es würde schon möglich sein, wenn er... Ach, das ist wieder was. Cut! Das war Müll! Einheit wäre dann besessen. Einen wirklichen Boss gab es zwar, aber ich bezweifle, dass er von Grima besessen wurde. Ja, es wird nicht passen, weil... Es wäre eine Theorie ja möglich, aber es wäre so, ein Endboss? Ja, Endboss einfach jetzt so mittendrin. Kapitel? Stimmt. Deswegen, es könnte zwar sein, aber nein, aber ich tippe trotzdem auf einen Drachen, ich weiß nicht warum. Mhm. Vielleicht wegen dem Drachen auf der Rückseite von seinem Shirt. Mamori tanzt mal wieder ihren Regentanz. Sieht aus wie so ein Regentanz. Mhm. Scheint, als wäre direkt derjenige, der alle zum Umfallen bringt. Wir müssen ihn schnell stoppen. Jetzt geh was damit tun. Erstmal keinen Regentanz tanzen, Mamori. Es ist genauso wie immer. Wir müssen den Mirage trennen, der mit ihm verbunden ist, und dann ihn besiegen. Der Afro gibt mir Favaro-Flashbacks. Es ist nicht ganz so fluffig wie Favaro. Was? In Shadow Dragons gab es da einen Drachenboss. Ich glaube, in der Schlacht, nachdem man Tiki bekam. Das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht. Hatte der denn auch einen Namen, oder war es nicht so random? Nee, ich glaube, der hatte einen Namen, ja. Ja, was? Unbefriggin-livable? Was will er damit sagen? Ich weiß nicht, jedes kennst du das Spiel überhaupt, oder ist es auch für dich blind? Ich glaube, es ist für ihn blind, wenn er meinte, dass die Party jetzt schon voll ist. Mhm. Ich weiß immer noch nicht, was unbefriggin-livable ist, außer vielleicht unglaublich, was auch mal friggin ist. Mhm. All die neuen Talente heutzutage sind nur Trash.
Warum sind seine Hände schwarz? Das kommt vom Einfluss des Mirage. Ich kenne keine einzigen... Tokyo Mirage Sessions. Jetus, ob du Tokyo Mirage Sessions kennst. Ja, ich kann nicht einen einzigen Schauspieler finden, der meine wahre Vision ausdrücken kann. Was zum Teufel? Meine Stimme tut gerade echt weh, ich sollte was trinken. Ich glaube, wir wollten nicht fuck sagen. Stimmt. Deswegen friggin. Okay. Take 158. Wir werden nicht stoppen, bis wir alles haben, was ich brauche. Schaut, was ich brauche, ist Schauspielkunst, die das Publikum erinnerungswürdig in Erinnerung hat. Okay. Jeder schreibt, er kennt nur den Anfang, er kennt nur Itsuki und Tsubasa. Alles andere, was er schreibt, ist Spekulation. Ah, okay. Ich möchte bei Schauspielern in Erinnerung bleiben, die wirklich die Kunst haben, das zu tun. Autsch, meine Hand. Wieso habe ich das getan? Du wolltest Action. Real, real Action. Cut! Cut! Nein, 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 nein! Oh, ich kann hier einfach nicht die richtigen Aufnahmen bekommen. Packt zusammen, wir wechseln das Studio. Bye. B. C. Ah! Wir müssen hinterher. Eine Frage. Ist es so eine komische Bossregel, dass die immer ausreden dürfen, bevor man die angreift? Ja. Das ist genauso wie die Regel, wie, ich hab's vor kurzem mal gesehen, von wegen so, wie Bösewichte sich fühlen müssen, wenn sie warten müssen, bis Sailor Moon ihre Verwandlung zu Ende hat, bevor sie agieren dürfen. Warum fragst du das? Nur so aus Interesse frage ich. Ich frag nur, wer das Spiel kennt, wer nicht. So aus Interesse. Vor allem so eine Lichtshow wie bei Sailor Moon ist, wundert es mich jedes Mal aufs Neue, dass niemand ihr Geheimnis früher rausfindet, oder? Mhm. Aiko, es gab einen Angriff beim Daiwa Studio und Daiwa Tarantino wurde besessen. Das gesamte Studio ist jetzt ein Chaos. Es ist keine. Unmöglich zu sagen, wann das. Wann nee, der Dreh. So können sie nicht weiter drehen. So können wir nicht weiter drehen. Diesmal sind die Mirage viel zu weit gegangen. Ich werde sie verprügeln und wir werden Tarantino finden. No matter what. Warte, warte mal. Sie sind zu weit gegangen, weil sie... Sie haben doch mal jetzt... die Rolle der Hollywood-Schauspielerin gestört. Ich kann doch so nicht weiterdrehen. Ich als Hollywood-Schauspielerin. Wir kommen zurück, bitte. Ich dachte nicht, dass der Director von Mirage West sein könnte. Ja, und willkommen zurück, Ridley. Ich werde auch mein Bestes geben, um zu helfen. Hä? Wo sind Kiria und Toma eigentlich wieder hin? Verschwunden. Apropos, rat mal, wer auch verschwunden ist, der eigentlich hier sein sollte. Ja, Shiro. Ist aus dem Studio gegangen, oder? Ist aus dem... Stimmt, er ist eigentlich aus dem Studio gegangen. Seitdem Tarantino so einer eisernen Faust hast, ist das sogar schlimmer, wenn man Mirage kontrolliert. Wir sollten besser vorsichtig sein. Okay, auf geht's in den nächsten Dungeon, Guys and Girls. Auch wenn ich nicht sicher bin, ob wir ihn heute fertig kriegen, weil so viel Zeit... Also wir haben vielleicht bis 20 Uhr oder so Zeit, da ich heute Abend noch was anderes machen wollte. Ja, klar. Eventuell sogar früher, wenn... wir gucken, wie weit wir schaffen. Eventuell sogar ja, früher, gucken. Das sieht interessant aus. Hi. Emmy, du bist jetzt wieder zu Hause, oder? Also, wenn du jetzt zu Hause bist, würde ich sagen, dass wir in einer Stunde dann aufhören, ungefähr. Okay. Aber das ist Daiwa Studio, Idol-Serie. Oh, ich werde nervös. Und wenn du noch nicht daheim bist, Emmy, dann schreib einfach und wir machen bis dahin den Stream.
Dräng dich nicht zu sehr, Mamori. Wenn die Dinge gefährlich werden, werden wir dich beschützen. Danke dir. Aber mir wird's gut gehen. Siehst du da so der Tank schlechthin? Ich bin nicht so hilflos, wie ich damals war. Nicht wahr, Doge-san? Ich meine, sie hat literally sogar eine Charge Attack locker ausgehalten und hatte die Hälfte ihrer Leben noch. Ganze Einheit. Das ist korrekt, Meister. Du kannst dich auf mich verlassen. Soitsuki, keine Sorge. Ich werde mein Meisters Schwert und Schild sein, sodass sie an eurer Seite kämpfen kann. Danke, Drog. Ich werde mich auf deine Hilfe verlassen. Der Dungeon sieht sehr interessant aus. Hallo. Ja, bitte lass das. Dankeschön. So. Ach ja, Kostüme. Da war ja was. Willst du sie wechseln? Sind das Myrmidonen? Nee, sind Archer. Aber gut, was ein Archer für Schwächen hat, wissen wir ja schon. Es war, wobei, nicht wenn sie. Die müssen ja nicht dieselben Schwächen wie Ellie die haben, nicht oder? Die dieselben Schwächen wie Ellie, genau. Guck ich nochmal aus. Okay, schade. Wäre auch zu schön gewesen. Danke, Mamori. Mamori muss immer jemanden beschützen. Immer. Probier es mal mit Schwertern aus. Heat Wave! Sehen wir es auch mal auf jeden Fall. Oh, das ist sogar ihre Schwäche. Schwupp! Und Äxte. Alles gut, ich bin zu Hause. Macht aber so lange, wie ihr denkt. Kann erst in 2 Stunden. Gut, dann macht er um 19 Uhr. Ist natürlich auf jeden Fall. Ups. Übrigens, lange Sessions sind lang. Schwupps. Ihr habt ja eine Axtschwäche. Und ihr habt eine Eisschwäche. Warte mal, ihr habt keine Axtschwäche? Er hat eine Eisschwäche, okay. Ja, das ist eine lange Session, wie wir sehen, oder? Schwupps. Jetzt dürfen wir ein bisschen warten. Zack. Ich glaube, der überlebt, oder? Ganz knapp. 1652. 1675. Red Bowstring. 1598. Und der Archer Force R. Die Archer mögen Mamori nicht, oder? Nee, die scheinen Mamori nicht so wirklich zu mögen. Und Mamori bekommt. Nicht wirklich zu stören. Als ob wir nur einen Forster Prestige dadurch bekommen haben. Aber wir haben jetzt wenigstens einen neuen Dingenskill für Mamori. Das ist schon mal sehr gut. Ich glaube, auf Alec reagiert sie jetzt, oder? Hab ich gesehen? Genau, Electricity. Gut, jetzt hat sie eigentlich fast genügend Sash-Skills, dass sie immer reagieren kann. Das ist relativ gut. So. Schade, es ist ein Radiant-Skill. Die Unity! Aber. Achso, jetzt kann er auch Carnage-Trainer machen. Ja, da war ja was. Weil sobald wir eine neue Waffe für Itzy bekommen würden, würde ich halt aus dem Dungeon rausgehen. Dadurch, dass eben wirklich Itzy gerade seine Waffen voll hat. Aber gehen wir mal rein. So. Huch. Schnapp dir einen Stift. Wie schnapp dir einen Stift? Mal dir entweder screenshotst du das oder du malst dir kurz auf, wo was ist. Ach, Episode 1. Ich glaube, ich screenshots, oder? Mach das. Das so lassen, also das so screenshotten. Also, genau. Ach du Schande. So ein Dungeon ist das also. Ich mag solche Dungeons normalerweise, aber auch nur, wenn mir irgendwie eine Ingame-Möglichkeit geben wird, das zu machen, weil ich mag es nicht, immer was aufzuschreiben. Ja gut, ich hab's damals auch nie, weil die Wii U damals keine Screenshot-Möglichkeit so richtig hatte. Und geh am besten gar keinen Raum rein. Erkunde erstmal die ganze Ruhe. Okay. In dem Fall wahrscheinlich ist es hier aufgebaut wie die Karte hier und da muss ich dahin, wo die Karte mir den richtigen Weg weist. Genau, was du die ganze Screenshotet hast. Das sind alte Gegner. Waren die in einem Bosskampf? Scheinbar waren die in dem Bosskampf drin, weil sonst dürften wir nicht kennen. Ja, gegen Lorenz, oder? Waren die gegen Lorenz drin? Ich bin gerade nicht sicher. Kann sein. Ich überlege gerade, also wahrscheinlich ist es so, dass wir mit falschen Dingens reingehen, einfach nur in einen Kampf reinlaufen oder alternativ einfach rausgeschmissen werden. Als ob die Session nicht gereicht hat.
Nein, ich glaube, das dürfte reichen, um den zu töten, oder? Ja, perfekt. Du verrätst auf jeden Fall noch nicht, wohin wir müssen, aber ich kann mir dann halt im Prinzip denken, wie wir... Was? Du hast ja den Screenshot gemacht. Ich meine im Prinzip, du verrätst nicht, was passiert, wenn wir irgendwo falsch reinlaufen, deswegen meine Strafe. Das kannst du selbst rausfinden, wenn du möchtest. Ist das eine harte Strafe oder ist das einfach nur so okay? Sessions sind echt lang. Ich krieg jetzt wirklich für alles eine Session, oder? Mhm. Dank Alec Glacier bekomme ich jetzt wirklich fast für alles eine Session. Zack, Weapon Slash. Ich finde tatsächlich auch, dass unsere guten Backup-Session-Dinger mit Tiki und Maiko ziemlich praktisch sind, weil sie wirklich auf alle Magie und auf alle Dinger reagieren können. Mhm. Ich habe schon wieder vergessen, die Kleidung zu wechseln, fällt mir gerade auf. Und du hast jetzt, glaube ich, eine volle Inheritance. Aber du hast ja noch deinen neuen Bogen. So, genau, das jetzt ist fertig. Zack. Immer noch nichts Neues, wow. Nein, nicht du. Du bekommst jetzt dein Ushimitsu Yorizama. Und dann noch Kostüme. Mhm. Ihr bekommt wieder eure Standard-Outfits fürs Erste, okay. Oder? Oder? Mach wie du willst. Mal. Mach mir mal die neuen Kostüme rein. Mhm. Du hast kein neues Kostüm, deswegen kriegst du ein Bullgenome-Kostüm. Aber das, ich wollte schon das vor der Bulle. Du kriegst deine X-Nurse. Nicht für Labyrinth? Der Labyrinth wäre auch cool. Hast ja, recht. Das hatten wir ja noch nicht angezogen. Was ist das da? Und du kriegst hier ein Mikrowellen-Outfit. Jetzt haben wir Mikrowellen-Marmorin. Ja. Einfach mal ausprobieren. Was kann denn schon schief gehen? Ich habe keine Ahnung. Das ist es ja. Ich will jetzt dir nicht alles sagen, deswegen. Ja, das ist auch gut so. Ich werde es ja rausfinden. Aber erstmal sich überall umgucken, was zum Teufel. Genau, ich will zumindest die grundlegenden Sachen sagen, dass du dich nicht später verzweifelst. Was ist der Prinzip dieses Dungeons? Naja, liegt vielleicht daran, dass Takumi, Klein und George nicht in Shadow Dragons und Awakening vorkommen. George ist doch aus Shadow Dragon. Oder meinst du okay, einen anderen? Da kann es schon sein, dass der davor kommt. Aber ich meine gerade im Prinzip, weil jedes schreibt, dass er nicht klarkommt, dass sie dann ihn genommen haben. Aber ja, sagen wir es eben. Aber sagen wir es eben so, Virion passt perfekt zu ihr. Warum sollten sie dann Virion nicht nehmen? Erstmal kriegen wir jetzt Mikrowellen-Marmorin. So Leute, esst schön euer Gemüse auf, sonst komme ich mit der Axt vorbei. Komm ich mit meiner Axt. Hey, guck mal, da ist dieser Gegner, den wir sonst immer sehen. Der rote Kleriker. Aber erstmal... Dusch. Es passt einfach wirklich perfekt zu ihrer Persönlichkeit dazu, finde ich, oder? Außerdem, ich habe nicht wirklich was gegen Virion. Er kann nur manchmal nerven, so ziemlich. Aber ich habe nichts direkt gegen ihn. Ich esse immer mein Gemüse auf Marmorin. Mal sehen, vielleicht so eine Elektrizität. Vielleicht hab ich einen kleinen... Oh, guck mal, Adlib! Ja. Backholf. Ja. Ja. Die sieht man sehr oft. Das kann ich auch mit meiner Stimme machen, natürlich. Ich meine, was denkt ihr denn? Natürlich kann ich das mit meiner Stimme machen. Aber gut zu wissen, ihr habt tatsächlich eine Elektrizitätsschwäche. Ich hätte einfach einen anderen Archer cooler gefunden. Aber ist es nicht irgendwie besser so, dass sie eher nach Persönlichkeit... Oh, guck mal, die sind sogar die Dingens gesperrt, dank der Fähigkeit. Ich finde es gut, dass sie wirklich eher nach Persönlichkeit gehen, als wirklich dadurch nach, im Prinzip, welchen Archer sie nehmen sollen. Kein Tatsgrad, aber ich weiß... Hey, guck mal. Diesmal ist die Session tatsächlich ziemlich lang, weil sie über zwei Reihen geht. Mhm. Miraculous.
Wir sind nicht wirklich nach Bekanntheitsgrad gegangen, oder? Bei einigen mehr, bei anderen weniger, finde ich. Ich weiß nicht, Charger, ich weiß nicht, wie gut Charger zu Kira passt. Also ich weiß nicht, irgendeine andere Magie hätte es auch getan. Gut, bei Kira kann ich tatsächlich zustimmen. Das ist Ellie. Und Tsubasa, na gut, das brauche ich nicht. Hm. Mann, ich brauche einen neuen für Itsuki. Tegida. Drauk. Ich vergesse den Typen sehr oft. Guck mal. Callum vergisst man auch. Da hätte man Loritz lieber nehmen sollen. Ich hätte nichts dagegen gehabt, wenn sie Callum verwendet haben. Tatsächlich dachte ich auch erst tatsächlich, dass ihr Mirage Callum wäre von dem, was ich in Fire Emblem Heroes gesehen habe. Hm. Was möchtest du denn jetzt, Tiki? Oni-chan, rette die Person. Ich kann eine Make Mirage spüren, wenn ich noch nie gesehen habe, Oni-chan. Schwupps! Das war der Kill Crumb. Jo, Crumb passt hier nicht gut zu Itsuki. Das ist immer so seltsam, Joker mit einem Schwert zu sehen. Ja, sieht echt ungewohnt aus. Oh, guck mal, neue Gegner. Oder ein neuer Gegner. Roter Kleriker und roter Schamane. Stimmt, Schamanen hatten wir auch noch nicht. Wobei Schamanen, glaube ich, auch kaum in Fire Emblem vorkommen, oder? GBA-Teil gibt es die Schamanen. Das sind dann Dunkelmagier. Das Äquivalent dazu. Fates gab sie. Wirklich? Ja? Dingens waren Schamanen, die alle die ganzen Talismane verwendet haben. War es nicht. Hat Tiefen nicht anders? Du meinst ich Orochi, dachte, oder? So ist wie Orochi, ja, ich dachte, die sind Schamanen. Und die hießen anders. Bist du sicher? Ja. Ich guck mal kurz nach. Ich bin mir gerade ehrlich, wenn ich mich nicht sicher. Ich dachte, die wären unter anderem Schamanen. Forster Prestige ist immer gut. Und noch mehr Geld. Ich sollte aufpassen, dass ich die nicht zu überlevel, aber. Eigentlich nicht. Du brauchst die Level sowieso. Ich sag ja nur, du hast gesehen, welches Level du für Super-Side-Quest brauchst. Nein, ich meine gerade nur von wegen so, dass ich nicht die drei, die ich gerade die ganze Zeit benutze, überlebe. Aber Ellie hat eine neue Performance kommen, Seize the Day, sehr gut. Das kannst du auch gern tauschen, wenn du willst. Ich guck halt immer, Resistance Boost. Brauchst du das wirklich? Nicht wirklich. Kleriker heißt die Klasse, die Orochi hatte. Kleriker. Und die weiterentwickelte Form davon? Basara oder Omyoji? Ach, Omyoji. Kiria. Wollt ihr mich verarschen? Alle bekommen was, außer natürlich. So, Ellie auswechseln gleich. Hä? Du kannst so Ellie gleich auswechseln? Ja, sie kriegt doch gleich Open Audition, wenn du in den Bloom Palace geht. War das wirklich gerade Open Audition? Ja. Ja gut, dann kann ich tatsächlich Ellie auswechseln. Da komme ich von oben runter scheinbar. Gott, ist das verwirrend. Hier ist wieder eine Tür. Okay, ich gucke mir gleich die Karte an, wenn ich hier alles erkundet habe. Mhm. Uff, hallo. Deswegen wollte ich zuerst, dass du die Karte in Ruhe erkundest. Ah ja, wo haben wir gerade stehen? Klassen und ob die Charaktere wirklich passen zu unseren Partymitgliedern, die Mirage. Also ich glaube, sie haben nicht bei allen die Beliebtheit genommen, sie haben oftmals schon die Persönlichkeit genommen. Oder? Ja, finde ich teilweise. Jetzt, ja gut, Crom ist eigentlich egal, wen man halt auch Marv nehmen können. Ja. Crom und Marv sind sich sehr ähnlich, muss man sagen. Ja, das stimmt. Ich glaube, da hat man eher... Gut, ich glaube, Crom passt auch eher zu Itsuki, weil... Man hat, na gut, Marv hat man, sieht man nicht so viel Persönlichkeit in seinem Spiel. That's true. Dann haben wir Tsubasa und Shida. Ja gut, Shida finde ich besser als die anderen beiden Pegasus-Rittern in Awakening. Und ja gut, die drei Pegasus-Schwestern, ich weiß nicht. Bei Pegasus-Schwestern, die gehören auch zusammen, also würden auch immer alle drei zusammenpacken, nicht nur eine von den Schwestern. Also passt Shida. That's true. Jo, dann haben wir kein... Und Thomas? Ja gut, das...
Ich weiß. Hast du gerade Horslayer auf sie eingesetzt? Warum hast du Horslayer? Thoma und... Kein. Ja. Nicht paar Schutze. Ja gut, weil Thoma so rot von seinen Klamotten ist. Ja gut, ist die Sai aus Awakening. Ich weiß, Sai würde nicht so gut zu Thoma passen. Mm-mm, Sally passt gar nicht von der Persönlichkeit her, weil Sally ist nicht nur hitzköpfig, unter anderem. Deswegen, da passt schon kein nicht, gut. Ich würde noch nicht mal unbedingt von der Protagonistenrolle aus ausgehen, tatsächlich, weil man hätte in der Theorie dann auch was anderes wählen können. So, das ist ein Level ab. Ich meine, in der Theorie passt es halt zur Persönlichkeit auch von ihm sehr gut. Ich würde schön die ganzen Plakate hier hängen. Da hängt jetzt ein Tiki-Plakat. Ja, gut, heute. Gut, dann haben wir das nächste. Kiel hatte ja schon besprochen. Tada. Vergiss nicht, pass auf, dass du nicht zu viel sagst. Also nicht, dass du auf einmal mit Charakteren ankommst. Andere Magier aus Shadowrun hätte auch gut zu ihr gepasst, finde ich. Punkt. Haben wir Ellie, ja gut, die ganzen Bogenschützen. Da passt nicht schon wie ihre Gutsi, weil die beide so ein bisschen hochnäsig sind. Gut, und mal mit Marmori ist eigentlich... Das war ist random. Egal. Ja, Sumi gesehen, egal welcher Ritter, weil Ritter sind, finde ich, eher so ein Nix-Star. Ja gut, Drauf, der sich in Chida verknallt hat. Hm, sagen wir es eben so, es gibt schon Ritter, die was sagen sind, bloß nicht vielleicht die aus Shadow Dragon. Ja gut, und das waren bisher unsere Party-Charaktere. Wie schon gesagt, Dingens aus Awakening hätte auch gepasst. Meinst du Callum? Ja. Also wenn man Callens Dingens macht, dann sieht man auch, wie viel Persönlichkeit er hat, seine Supports. Das stimmt. Er kommt halt in der Story, ist er halt so nichtssagend, weil er einfach auftaucht mit, oh stimmt, ja, du existierst auch. Ja gut, das stimmt. Ja, gut, ich finde seine Enchen auch teilweise komisch, so. Wenn man ihn mit verschiedenen Charakteren schippt, wird es teilweise so geschehen, ja, der war einfach da, ist vergessen mal geraten. So in etwa. Schlimm ist es, wenn er alleine am Ende auftaucht, dann ist es wirklich so, dass er in Vergessenheit geraten ist. Mhm. Das ist mir einmal auch passiert. Ich glaube, auch wenn er mit gewissen weiblichen Charakteren zusammenkommt, es wird auch so geschrieben, dass er in Vergessenheit geraten ist. Noch genauer schauen, ja. Wie schon gesagt, Jethis, du nennst die ganze Zeit Charaktere, die nicht reinpassen. Das System ist ja Shadow Dragons und Awakening. Genau. Da oben ist noch ein Laden. Ja, man muss auch sagen, das kam in Japan 2015 aus, kurz nach dem Release, oder kurz ungefähr um denselben Zeitraum wie Face. Ich glaube, da, als sie das geplant hatten, hatten sie noch nicht Face auf dem Schirm gehabt. Und da war schon, ja, bestimmt alles schon entwickelt an dem Spiel, deswegen wollten die jetzt nicht welche aus Face reinpacken. So meine Vermutung, warum der nur von den beiden Teilen kommt. Ja, gut, muss ich denk mal, das ist nur auf Shadow Dragon Awakening. Ja, gut, Awakening hat ja so gesehen Fire Emblem gerettet, die Reihe. Und Shadow Dragon ist ja auch. Dragon ist somit das erste. Ja, das erste. Und die gehören auch. Und die hängen auch zusammen in der Timeline. Sind in derselben Timeline, die beiden Teile. Mhm. Es gibt ja nicht alle Games in derselben Timeline, aber ich glaube, Echoes ist auch in derselben Timeline, bloß auf einem anderen Kontinent. Genau, spielt zwischen Shadow Dragon und Mystery of Emblem. Zack. Man in die Theorie hätten sie hätte in der Theorie schon andere Charaktere reinbringen können. Aber so haben sie halt ein System gemacht, was relativ durchgehend ist und was ehrlich gesagt auch das ganze, warum ist der und der da, Gerede ein bisschen einregelt. Und das finde ich auch gut so, weil sonst ansonsten kommt auf einmal das Geschrei groß, warum ist Charakter XY nicht da? Warum ist Alt nicht da? Warum ist Ayo nicht? Warum ist Hector nicht da? Warum ist Lin nicht da? Genau dasselbe Geschrei wie bei Fire Emblem Warriors. Ungefähr, deswegen, ich finde es gut, dass sie es so gemacht haben, weil sie sich halt so eingeschränkt haben und das Geschrei der Fans auf einmal, warum bestimmt, besonders die Lords oder halt bestimmte Fan-Charaktere nicht da sind. Hä? Achso, das haben wir bitte gesehen. Tiki ist immer special, finde ich. Also Tiki, dass sie sich so Tiki eingehört, dass sie quasi eine Support-Rolle ist, finde ich gut. So. Ich meine, Tiki ist ja auch literally in beiden Games vorhanden, die sie hier gewählt haben. Und spielt immer, hat auch in beiden Games, finde ich, auch eine wichtige Rolle. In Awakening